Moin Moin, hier ist der Zap und weiter geht's in Railway Empire. Drittes Kapitel, der zweite Teil oder auch Folge Nummer 7. Wir sind hier immer noch zwischen Toledo und Chicago unterwegs. Haben uns ein bisschen nach Madison und Grand Rapids und Indianapolis ausgedehnt. Und wir haben bei den Aufgaben sozusagen die Bronzeaufgaben fertig. Und müssen jetzt Rock Island mit 50 Ladungen Bauholz beliefern. Man gut, dass wir ein Holzsägewerk hier oben gebaut haben. Das gehört uns sogar. Also fangen wir erstmal an. Der Bahnhof hier, der ist sogar schon vorgegeben gewesen. So ist besser. Rücktour. Zungen bauen. Und hier drüben auch. So. Da auch vielleicht noch einen Versorgungsturm hin und die entsprechenden Signale. So. Unterteilen wir das wieder in Unterabschnitte hier. Hier sind Kreuzungen. Dann können wir erstmal anfangen und da schon mal einen Personenzug fahren lassen. Die beiden sind ja hier auch ganz klasse, völlig identische Züge. Aber der Ten-Wheeler, den kenne ich noch aus Rollercoaster, ne, nicht Roller, Railroad Tycoon, Entschuldigung. Den habe ich da schon immer viel benutzt. Das mit dem Rollercoaster war irgendwie eine ganz andere Baustelle. Solltest du nicht auch ein wenig Platz für effizientere Eisenbahnsysteme lassen? Was will mir Madame damit jetzt sagen? Wahrscheinlich meinte sie ihre Systeme. So, dann haben wir hier schon mal die Möglichkeit, noch das Mais, den Maishof hier zu bedienen oder vielmehr
die umliegenden Städte. Die kriegen schon Mais von da drüben. Weiß nicht, ob das schlimm ist, wenn sie mehr kriegen. Vermutlich nicht. Jetzt kriegen sie Mais aus beiden Richtungen. Und dann werde ich mal schauen, dass ich hier so noch eine Verbindung dazwischen kriege. Schon Stopp. Ja, so klappt das da wunderbar. Wollen wir gleich mal austesten, indem wir jetzt einen Maiszug nehmen und den nach Madison fahren lassen. Ich mache das noch ein bisschen geschickter. Der kann jetzt nämlich gleich zwei Sachen erledigen. Würde er sonst eh leer zurückfahren. Und dann schicke ich nämlich als drittes nach Rock Island. Dann kann er nämlich hier Mais einladen, da hochfahren, Mais ausladen, Holz einladen, also aus dem Sägewerk bearbeitetes Holz, und das dann nach Rock Island bringen und wieder zurück. Schönen Dreiecksverkehr. Ach, ein wenig Konkurrenz belebt das Geschäft. Da wird mein neuer Bahnhof schon nicht schaden. Wo hat sie denn einen hingetan? Ich sehe gar nicht, dass er in meiner Nähe gebaut hat. Der hier vielleicht, aber sonst. Nun ja. Dann bin ich auf bestem Wege, irgendwann diese 50 Ladungen Bauholz nach Rock Island gebracht zu haben. So. Ansonsten soll ich Passagiere nach Omaha transportieren. Das ist ganz da hinten, aber das darf ich noch gar nicht, weil dieses ganze Territorium hier links ist noch gesperrt. Erst wenn ich genug Holz nach Rock Island geliefert habe für die Brücke über den Mississippi, darf ich da drüben bauen. So. Hier mal ein Wartungsgebäude hinpacken und einen Versorgungsturm davor. Und das ist auch gar kein Versorgungsturm. Da ist einer. Okay. So. Ansonsten kann ich ja auch noch hier ein, müsste eigentlich funktionieren. Ja, der kommt hier rüber, kann da weiter. Kann ich noch einen Milchzug nach Rock Island fahren lassen?
Die freuen sich bestimmt auch über ein bisschen Milch. So. Während da hinten das Holzgeschäft anläuft, werde ich mal Madame hier ein bisschen in ihre Schranken verweisen. Hier Mais einbauen. Ja, eigentlich gut, wenn ich es dahin baue. Er kriegt Mais in Toledo. Toledo sagt, es braucht Holz. Jetzt habe ich natürlich nur da ganz hinten. Hier ist noch der Zug. Dampfschiffe sind so viel angenehmer als die Eisenbahn. Der sanfte Wellengang statt diesem Rumgeholpere. Flanieren auf Deck, statt sich durch die Waggons zu quetschen. Immer diese Geschäftsleute mit ihrem ach so tollen Auftreten. Quackt er dich immer so voll? Von wegen Flanieren auf Deck. Als ich das letzte Mal auf so einem Kahn war, ist mir fast der Boden unter den Füßen durchgekracht. Ich würde es bevorzugen, wenn du deine Bahnhöfe woanders baust. So, mehr Holz für Madison. Hier können wir auch gleich noch einen Bahnhof hier hinbauen. Und auch noch einen dahin. Oder? Naja, nicht so wichtig. Nee, die Milch kann ich der Dame da mal lassen. Machen wir das mal so. Und hier eine Kreuzung hin. So,
ein Holzzug. Ja, da habe ich schon einen. Moment. Lass mich dir zeigen, wie man das macht. Aber die Stadt braucht eigentlich gar kein Vieh. Da kann er durchfahren nach Chicago. So, besonders langes Netz, 3000 Meilen. Kann ich mir gerade gar nicht leisten. Und auch noch die Lok. So. Ist mittlerweile schon Holz angekommen? Ja. 8 von 50 Holz haben wir schon. Lido könnte wirklich mal ein bisschen mehr wachsen. Könnte ich eine Universität oder sowas bauen? Mach ich mal. So, die muss ich hier wieder selber platzieren. Ja. Toledo Railways ist wertvoll, das ist gut. Das sehe ich ja auch so. Obstplantage da unten kann ich mir nicht leisten. Außerdem sind hier oben auch noch genug Sachen, die ich noch gar nicht angeschlossen habe. Über einen großen hin. Nur warten, bis ich die 200.000 zusammen habe. So. Dann kann ich noch da hinsetzen. Dann wird St. Louis angebunden. Ich glaube, ich fahre hier an dem Bauernhof vorbei und mache hier ein Y. Und dann einmal nach Chicago. So schnell komme ich hier noch dran. Dann muss ich da dran. Nicht mit so scharfen Kurven.
Irgendwo sollte es doch aber mal passen. Ah, hier. Okay. Ja, das ist doch gar nicht so schlimm. Nur zu teuer. Kein Geld dafür. Eine Panne. Okay, das Signalsystem hier scheint im Allgemeinen gut zu funktionieren. Beide Züge, die sich blockieren, das ist gut. So. So, bis dahin reicht das Geld. So, so ein Y habe ich natürlich noch nie richtig gemacht, aber ich denke, es müsste einfach so gehen. Zumindest wenn das Geld reicht. Mein Spion hat mir berichtet, dass du deine Forschungsabteilung dringend aufräumen musst. Überall liegen diese geheimen Baupläne herum. Gesehen von kein Geld. Und hier den Bogen größer schlagen, um weniger Steigung zu haben. Elf Prozent. Zehn. Einstellig wird's nicht. Ah, da hinten 7%. Na doch. 6. 6% ist gut. Machen wir das so. Aber kostet trotzdem fast 100.000. Erstmal sparen.
Jetzt stockt es hier gerade trotzdem. Eri im Ausnahmezustand. Jetzt hat es ja irgendwie doch ein Problem gegeben. Sag ihm mal, er soll auf Gleis 1 fahren unbedingt. Island, Chicago. Komische Steingrube. Ja, die kaufe ich jetzt mal einfach. Ja, den Zug muss ich hier mal kurz rausnehmen. Rock Island, Chicago. Rundwaggon. Personalkosten, okay. Die senke ich gerne. Ich habe zwar gar nicht so viel Personal, aber das kommt vielleicht noch. Bestimmt okay. Wieder nur eines deiner kleinen Versehen. Aber kann es sein, dass du gerade auch ein Gebot abgegeben hast? So, dann machen wir den Zug nochmal neu. Und eigentlich kann ich dem ja auch gleich hier noch ein bisschen Personal zuweisen. So, Moment. Tornado kritisch. Ach, da hat schlechte Presse. Wer liest denn heutzutage? Einer den Zeit? Reporter bestochen. So. Das sollte alles so funktionieren. Schauen wir gleich mal. Machen wir erstmal einen neuen Zug. St. Louis. Nach Chicago. Geht da gerade nicht hin, warum? Woran man jetzt? Diese verflixte Technik macht einem zu oft einen Strich durch die Rechnung, nicht wahr? Hm.
Eigentlich sollte das doch funktionieren. Warum sollte er hier nicht nach Chicago reinfahren dürfen? Fehlt noch die Kreuzung. Jetzt geht's. Die Kreuzung hat gefehlt. Langsam stehen. Mal gucken. Hier nicht. Ein paar besonders schöne Sachen noch freischalten können. Hier ist noch ein etwas schnellerer Zug sogar. Wesentlich exquisiteres ausgewählt. Fayette will. Ganz im Westen. So weit bin ich noch gar nicht. Los, rück mal ein Stückchen mit deinem Bahnhof zur Seite. Hier ist genug Platz für uns beide. So, dann machen wir erstmal den Kram hier. So, einen Zug nach Chicago von St. Louis aus hatte ich, jetzt einen nach Rock Island. So. Die produzieren hier Bier und Baumwolle. Baumwolle von da drüben darf ich aber noch nicht holen. Oh, da ist Baumwolle. Ist ja auch Getreide da oben. Jetzt fange ich hier erstmal an. Das in noch ein bisschen mehr Vieh nach Chicago liefern. Ich habe die falsche Lok genommen. Was war die hier? Ich brauchte die. Tauschen wir die nochmal aus. So, wir haben den schnellsten Zug, der erste Zug, der jemals schneller als 51 Meilen gefahren ist. Schneller und schneller. Mit stilvollem Reisen hat das aber nichts zu tun. So,
Währenddessen fange ich jetzt mal an, einen Konkurrenten aufzukaufen. Madame von Protz ist hier ja gar nicht mal so groß und teuer. Dann können wir jetzt ja gleich erstmal 30% der Firma aufkaufen. Es könnte lohnend sein, in dieses Geschäft einzusteigen. Schließlich profitiere ich auch davon, wenn diese Aktien steigen. Ein paar Krümelchen meines Erfolgs kannst du ruhig abhaben. 30% sind ja auch nur ein paar Krümel. So, Sandlings. Erstmal noch ein Wartungsgebäude. Und hier unten den Versorgungsturm hin. Einen dahin, einen dahin. Aber ich wollte hier noch. Solltest du nicht auch ein wenig Platz für effizientere Eisenbahnsysteme lassen? Hier die Früchte. Und hier die Baumwolle anbinden. Fangen wir mal mit der Baumwolle an. Auch wenn die am weitesten weg ist. Und lassen wir auch gleich einen Zug kann doch nicht schaden, oder? Darüber fahren. Und hier die mit 71% Zugleistung. Das auch gleich an. Kann St. Louis überhaupt und was mit Obst anfangen? Nein. Zurück zum Getreide. So. Weil dann hier Stoffe und Bier hergestellt wird, mache ich dann auch mal eine Route, die zumindest Bier nach Chicago fährt. Jetzt mal ein bisschen nach Toledo gucken, die wachsen einfach nicht. Da fehlt immer noch Holz. Die wollen ein ernstes Kühe. Haben nicht genug Kühe. Wir
sind bester Transporteur, das ist auch gut. So. Dann gibt es da halt noch ein paar zusätzliche Kuhzüge. Der Versorgungsturm. Die wollen auch partout Holz. Und da muss ich jetzt hier mal. Da kommen sie so noch nicht durch. Brauche ich hier mal eine Verbindung. Der muss da mal weg. Dann müsste das jetzt funktionieren, dass ich hier von der Rodung bis nach Toledo komme. Nee, warum nicht? Ach nee. Ah, Moment, das ist ja so ganz falsch. Hier oben mangelt es schon. Das ist eine Kreuzung, aber in die andere Richtung. Das hilft nicht.
Nochmal. Rodung, Holz, nach Tolino. Jetzt geht's. Ich weiß nicht, ob dieses Gleis hier jetzt jemals benutzt wird. Das habe ich eben falsch gebaut. Und ich lasse es da mal stehen. Hat auf jeden Fall den Vorteil, fällt mir gerade auf, dass ich jetzt auch eine Zuglinie machen kann, die von St. Louis nach Toledo fährt. Mit Post- und Passagierrunden. Machen wir es mal noch ein bisschen komplizierter hier. Da so eine große Kreuzung. Wenn ich jetzt hier rüber nehme Verbindung, würde erstmal reichen. Kann der St. Louis-Zug hier nämlich abkürzen und braucht nicht durch Chicago fahren und da den Bahnhof blockieren. Mal gucken, ob er das auch macht. Mal mitfahren. Screenshots zwischendurch machen. Da vorne steht ein Güterzug im Weg.
Wir können ja mal weiterfahren. Ah, jetzt fährt er weiter. Diese Funktion ist echt hübsch. Ja, er fährt ja auch gleich auf das Abkürzungssignal. Links von uns ist Chicago. Und wir fahren dran vorbei. Jetzt kommen hier die wilden Kreuzungen. Aber freie Fahrt für den St. Louis Toledo Sonderzug. Jetzt müssten wir gleich in Toledo ankommen eigentlich. Na, hier müssen wir nochmal warten. Nee, doch nicht. Steht wieder ein anderer Zug im Weg, der auch noch warten muss auf irgendwas. Na gut, gucken wir mal. Hier sind wir gewesen. Ah, jetzt geht's gerade weiter. Der vorne ist gefahren, aber der muss wahrscheinlich erst beim nächsten Signal ankommen. Ah, jetzt geht's weiter. Muss ja erstmal das Segment frei machen. Da vorne müsste jetzt Toledo sein. Jo. Klappt. Ah, hier ist natürlich richtig was los hier bei Toledo. Ich hoffe, dass dann Toledo auch mal wächst. Ja, jetzt wächst Toledo. Das ist gut. So, ich stelle hier mal ein paar Leute ein. Ja, der Zug da. Doch. Gute Möglichkeit. Ja, machen wir einen dominanten Lokführer. Freundlichen Zugbegleiter. Ja, noch ein Heizer. Jo. Und der ist in einem anderen Zug. Den lassen wir da mal. Aber wir haben wieder Forschungspunkte. So, wie sieht's denn hier aus? Kaufe das Unternehmen eines Konkurrenten. Das können wir jetzt, glaube ich, mal langsam abschließen. Kaufen das nochmal. Lass es doch einfach sein, Herzchen. Du hast doch gar nicht das Format, mein Unternehmen zu übernehmen. Ja,
Jetzt fehlen mir nur noch 1,5 Millionen. Dann kann ich sie aufkaufen. Baupreise von Gebäuden um 10% senken, das nehme ich immer gerne mit. Weil bei 40.000 ist das ein einziges Gebäude. Ich habe bereits geboten. Wenn ich da 10% spare, habe ich die 40.000 schon wieder raus, weil die kosten meistens 400.000 oder so. So eine Fabrik. So, Chicago hat mittlerweile 120.000 Einwohner. Könnte noch ein bisschen mehr Post- und Passagierverkehr gebrauchen. Sehenswürdigkeit. Ich habe das Museum gebaut. Zufriedene Stadt. Was hätte ich in Toledo bauen sollen? Dieses Sägewerk hier ist ja besonders dämlich. Wie sieht denn das hier aus? Die transportiert immer noch Holz mit Karren ab. Wie auch. Oh, man kann den Betrieb erweitern. Ah, das ist mein Betrieb. Dann erweitere ich den jetzt. Und mache nochmal einen Zug. Der Holz nach Toledo fährt. Und am besten gleich noch ein. Sollte ich eventuell hier nochmal ein Doppelgleis reinbauen, wenn hier so viele Züge fahren zum Holzwerk, dass die sich nicht blockieren. So, mehr Holz für Toledo. Ach, ein wenig Konkurrenz belebt das Geschäft. Da wird mein neuer Bahnhof schon nicht schaden. Bauholz wird in Toledo auch noch gar nicht abtransportiert. Ich mache hier mal eine Frachtroute. Scheinbar habe ich das noch gar nicht. Thank you.
gerüstet. Eine Frachtroute hier. Mehr Züge in Toledo. Es war wirklich geschafft, sich hier zu blockieren, glaube ich. Ich kann mir sagen, er soll auf Gleis 2 fahren in Toledo. Ah, dann fährt er auch gleich los. Habe ich jetzt 45 Zuglinien, holera. Das entwickelt sich schnell. Es wird gleich noch ein bisschen wilder, wenn ich dann jetzt hingehe und Madame hier noch ein bisschen mehr aufkaufe. Brauche ich schon nur noch 188.000, die habe ich gleich. So, und Dreamliner aufgekauft, gleich 3 Achievements, alles meins, Vetternwirtschaft und Bulle und Bär. So, Ergebnis der Fusion. Die Fusion mit Dreamliner wurde erfolgreich durchgeführt. Du übernimmst 1192 Meilen Streckennetz, 8 Bahnhöfe, 51.000 Dollar Schulden. Die Züge wurden aufgelöst und die 10 Lokomotiven zum Gegenwert von 262.000 verkauft. 17 Mitarbeiter warten außerdem für 10 Wochen als Bewerber auf eine Anstellung. Sollen zusätzlich die Strecken und Bahnhöfe liquidiert werden? Ja, wahrscheinlich. 8 Bahnhöfe. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich die selber baue, als wenn ich versuche, das alles zu flicken. Weil die Computer arbeiten ja alle nur mit Eingleissystemen. Ja, nein, vielleicht. Weiß nicht. Ich lasse es erstmal stehen. Dank dir habe ich meine Investitionen 100-fach zurückerhalten. Und das ohne auch nur einen Finger zu rühren. Doch ich bleibe noch etwas in der Gegend, denn ich muss unbedingt sehen, wie deine Investitionen verdampfen. Ist ja so. Man sieht sich immer zweimal, Herzchen. Das ist eine Drohung, kein Versprechen. Ja, alles gut. So. Ach, sie war hier oben. Okay. Da muss ich dann mal gucken, wie ich das alles hinkriege. Auf jeden Fall kann ich mal dabei gehen und die Bahnhöfe wegreißen. Und lohnt sich das? Ja. Hat ja auch Betriebskosten, der ganze Kram. Und den Teil hier brauche ich auf jeden Fall nicht. Weil da habe ich ja schon. Man kriegt da nichts zurück dafür.
das lasse ich dann mal stehen. Das kann ich dann anschließend. Das gibt's aber dann in der nächsten Folge, wenn es weitergeht in Railway Empire. Falls ihr Fragen, Vorschläge, Ideen habt, die Kommentarbox ist eröffnet. Immer rein damit, freue ich mich drüber, wenn ihr mir schreibt. Und ich antworte euch so schnell ich nur irgendwie kann. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao, ciao, euer Zapp.